Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ist schon ein paar Tage her, seit ich das letzte Video gedreht habe. Wobei das letzte Video, fallende Kurse, hast du Angst, hast du ein Problem, aufgrund der aktuellen Marktsituation ja nach wie vor sehr aktuell ist. Diesmal geht es um Starbucks. Ich habe Starbucks selbst im Depot, 200 Stück. Und nachdem ich mir jetzt Starbucks nochmal näher angeschaut hatte, was so die letzten Monate alles so passiert ist, auch bilanztechnisch, hat sich meine Einstellung gegenüber Starbucks als Aktionär verschlechtert und ich habe die auch sozusagen zum Verkauf freigegeben, meine 200 Aktien. Was es genau heißt, kommen wir später nochmal drauf. Aber wichtig ist ja vor allem nicht, was ich getan habe, sondern warum ich es getan habe, sodass dann jeder für sich selbst beurteilen kann, wie er die Starbucks-Aktie sieht. Starbucks, warum habe ich die analysiert? Den einen Grund habe ich schon genannt. Ich habe die Aktien noch jedenfalls selbst im Depot. Und der andere Grund ist, dass die Aktie einfach sehr, sehr beliebt ist. Auf dem Blog werte ich ab und zu aus, welches die beliebtesten Dividendenaktien sind im Aktienfinder-Universum, was ja so ziemlich die populärsten Dividendenaktien weltweit abdeckt. Und da haben wir eben Starbucks hier noch in den Top 10. Ein Platz im Vergleich zur Vorauswertung zurückgefallen, aber immer noch eine sehr beliebte Aktie. Also denke ich, zwei gute Gründe, sich mal mit Starbucks ein bisschen näher zu beschäftigen. Ja, Starbucks selbst ist jedem, denke ich, ein Begriff. Entweder oder als Aktionär oder als Kaffeetrinker. Ich selbst, Disclaimer, trinke keinen Kaffee. Aber möglich, also relativ viele andere tun es. Und beim Kaffee to go, das heißt der Kaffee, der nicht zu Hause getrunken wird, sondern der Kaffee, der außerhalb getrunken wird. Im Freizeitbereich vor allem, da macht Starbucks ungefähr 50% aus, also der Marktanteil von Starbucks liegt knapp bei 50% und ist damit unangefochten die Nummer 1. Starbucks hat ungefähr 29.000 Läden oder über 29.000 Läden bereits und ähnlich wie bei McDonald's, teils Franchising, teils selbstbetrieben. Und wer sich für Starbucks näher interessiert, also zum Drumherum, ich kann nicht so viel dazu sagen, dem sei hier ein Artikel, eine Analyse auf alle Aktien empfohlen. Ich werde es auch noch verlinken und es ist kein Affiliate-Link, also ich kriege für diesen Link nichts. Ist aber einfach ein schöner 360-Grad-Rundumblick und da geht es von, was ist Starbucks, wie ist die Historie von Starbucks, zur aktuellen Situation des Unternehmens bis hin dann zur Bewertung und kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Es sind auch ansonsten ganz gute Aktienanalysen dabei. Was ich auch gerne mache, ist Wikipedia. Wenn ich überhaupt keine Ahnung habe von dem Unternehmen, lese ich mir gerne einen Wikipedia-Artikel durch. Das geht ja dann super schnell und da hat man schon ungefähr einen Eindruck, worum es bei dem Unternehmen geht. Jetzt aber zum Aktienfinder. Mein Name ist nämlich Thorsten Tiet und ich betreibe die Seite aktienfinder.net. Da geht es ja ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und hier habe ich schon mal Starbucks ausgewählt und ein guter Aktienscreener, der hat eigentlich zwei Dinge, die er tun können sollte, meiner Meinung nach. Das eine ist, relativ gut die Spreu vom Weizen zu trennen, so dass man mit Listen arbeiten kann, die schon qualitativ sehr hochwertig sind, so dass man wenig Zeit verschwendet. Und das andere ist, da ein Aktienscreener nicht unendlich in die Tiefe gehen kann, soll ein Aktienscreener den Benutzer möglichst mit der Nase ziemlich tief drauf stoßen, auf das oder offensichtlich drauf stoßen, auf das, was man sich näher anschauen soll. Und hier haben wir also Starbucks. Habe hier noch McDonald's und Nestle eingeblendet. Die ja, stehen mit Starbucks in Verbindung, McDonald's Konkurrent und Nestle, da kommen wir dann noch drauf, als Partner von Starbucks. Und Starbucks Aktie, da möchte ich die Kennzahlen nicht durchgehen. Wir beschäftigen uns dann im Detail mit Dingen, die ich als wesentlich empfinde, aber dazu gehört jetzt nicht, seit wie vielen Jahren Starbucks die Dividende gesteigert hat. Das darf man dann hier selbst ablesen. Was Ihnen erstmal interessant ist, ist, dass die Starbucks Aktie gut gelaufen ist und ich bin auch ungefähr jetzt gut 30% im Gewinn mit Starbucks. Ist also auf Jahressicht besser gelaufen als Nestle oder McDonald's zum Beispiel, wobei die Aktien auch gut gelaufen sind. Wir sehen hier vielleicht noch mal kurz, dass wir noch einen operativen Cashflow erstmal weg. Wir hier ein schönes Gewinnwachstum haben, entsprechend auch die Dividenden stark angewachsen sind. Und dann haben wir hier den operativen Cashflow. Wenn wir den einblenden, dann sehen wir hier erstmal so einen riesigen Ausreißer nach oben.
Wir sind hier nach der Nettomarge auch, dass hier ein außergewöhnlicher Geschäftsvorfall quasi passiert ist. Und hier ist es Stichwort mit Leste. Und zwar gibt es die Global Coffee Alliance, so heißt es. Und Starbucks hat jetzt Nestlé quasi erlaubt, den Kaffee zu vertreiben, sodass Starbucks Kaffee jetzt nicht nur in den Starbucks Läden getrunken werden kann, sondern dann auch zu Hause quasi und im Supermarkt eingekauft werden kann und dann zu Hause konsumiert werden kann. Dafür hat Nestlé Lizenzgebühren bezahlt an Starbucks, sogenannte Royalties, sagt man dazu auch. Es sind über 6 Milliarden, die da schon geflossen sind und die sind zum größten Teil schon im Voraus geflossen, sodass viel Geld dem Unternehmen zugeflossen ist. Das sieht man dann eben im operativen Cashflow hier, ist aber nicht 1:1 gewinnwirksam. Da kommen wir dann auch nochmal drauf. Wir sehen hier, dass auch sehr positiv die Umsätze mit Ausnahme hier während der Finanzkrise immer schön gestiegen sind und dass auch hier die operativen Margen von diesem kleinen Einbruch hier abgesehen dann auch schön stark angezogen sind. Apropos kleiner Einbruch hier, es relativiert sich ja alles, aber wenn man hier mal reinzoomt, dann sieht man schon, dass der Einbruch doch etwas stärker gewesen ist beim Gewinn, was ja dann auch nochmal zum CEO-Wechsel geführt hat. Da kam ja dann der alte CEO wieder, weil Starbucks ja ein bisschen hier zu stark auf die aufs Wachstumspedal getreten hat und so ein bisschen, wie das neue alte CEO dann gesagt hat, seine Seele verloren hat. Aber ist jetzt ja wieder auf Vordermann gebracht worden. Soweit erstmal im Prinzip alles positiv. Wenn man dann aber in die Fundanalyse geht, sieht man zwei Charts mehr und einer von diesen Charts, der hat es in sich. Da ändern wir mal das Layout. Und ich rede hier jetzt erstmal von diesem Chart, der die Verschuldungssituation anzeigt und Verschuldungs- und Vermögenssituation. Und zwar auf das, ich finde, Wesentliche komprimiert, sodass man halt mit der Nase drauf fällt, dass da irgendwas, ich sage jetzt mal, nicht stimmt, aber dass man irgendwo mal tiefer nachgraben solle. Und wenn wir hier uns anschauen, den Geschäftsverlauf oder von 2017, Starbucks hatte zum 30.09. Geschäftsjahresende, also wir sagen der Einfachheit halber mal Geschäftsjahr 2017 zu 2018 vergleichen, da sehen wir erstmal, dass die Verschuldung explodiert ist, aber dass auch die Vermögenswerte mitgestiegen sind. Da ist also irgendwas passiert, das wollen wir uns mal näher anschauen. Und dann haben wir hier was ganz außergewöhnlich ist. Wir haben bei gleichen Schulden plötzlich schrumpfende Vermögenswerte bei Starbucks und hier geht es jetzt nicht um eine Kleinigkeit, sondern hier geht es um x Milliarden und das betrifft vor allem hier Cash und Wertpapiere, also die Bilanzpositionen, die im Prinzip flüssig sind, die das Unternehmen, ja, die dem Unternehmen quasi die Liquidität zur Verfügung stellen oder diese Liquidität repräsentieren. Da hatten wir noch quasi zum Ende des Geschäftsjahres 2018 9 Milliarden. Und plötzlich haben wir nur noch 2,1 Milliarden. Da ist natürlich die Frage, was ist da passiert? Wo sind die knapp 7 Milliarden geblieben? Weil, wie man sieht, gab es hier keine Transformation, dass andere Vermögenswerte gekauft worden sind oder so, sondern es ist einfach die Gesamtsumme der Vermögenswerte ist geschrumpft, ohne dass hier bilanztechnisch gesehen ein Gegenwert geschaffen wurde. Und wenn man sich jetzt eben anschaut, dann hier die Relation zwischen Schulden und Vermögenswerte, dann sieht man plötzlich, dass Starbucks mehr Schulden hat, als ihm Vermögenswerte gegenüberstehen. Man könnte jetzt quasi grafisch zu dem Schluss kommen, dass Starbucks überschuldet ist. Wir klären das aber noch alles auf. Zunächst mal würde ich aber vorschlagen, gucken wir uns mal an, was es hier mit dieser Explosion der Schulden, aber auch dem Wachsen der Vermögenswerte auf sich hat. Und für sowas muss man dann in die Bilanz gehen. Und da sehen wir jetzt hier oben schon die 2018er Bilanz. So wie es meistens der Fall ist, ist, wenn man in die Bilanz guckt, dann werden Vergleiche gezogen. Und dann sieht man einmal das aktuelle Geschäftsjahr, das wäre in unserem Fall 2018, und dann Vergleich zu 2017, sodass man hier so eine schöne Gegenüberstellung hat, die natürlich detaillierter ist als hier. Und dann sieht man auch, was passiert ist. Und ich habe mir mal aufgeschrieben, welche Seiten die wesentlichen sind. Und da hätten wir einmal die Seite 50, da sieht man dann die Bilanz.
Wir sind gleich soweit, nämlich hier. Und was ich dir erstmal zeigen möchte, ist, wir haben hier die Gesamtverschuldung des Konzerns, also Total Liabilities. Und das sehen wir hier 2017 und 2018 gegenübergestellt. Und da sehen wir dann tatsächlich hier, dass wir eine Explosion haben der Verschuldung. Und hier sieht man aber jetzt auch feiner aufgegliedert, woher das kommt. Und das sehen wir jetzt so einmal. Zum einen diese Deferred Revenue. Das sind passive Rechnungsabgrenzungsposten. Das hat mit Nestlé zu tun. Und zwar haben wir im Aktienfinder schon gesehen, dass wir hier einen ziemlich hohen Cashflow haben. Und es sind eben Milliarden, die Starbucks zugeflossen sind. Und im Prinzip, ob das jetzt bilanztechnisch erlaubt ist oder nicht, aber sei dahingestellt. Aber im Prinzip ist ja dann die Frage, wenn das ganze Geld reinkommt, weist man es dann auch als Gewinn aus. Und das könnte man theoretisch, sage ich jetzt mal, wenigstens machen. Dann wäre eben der Gewinn hoch. Oder wenn man das nicht tun möchte, weil man sagt, uns ist zwar sehr viel Geld, es ist zwar sehr viel Geld ins Unternehmen geflossen, aber inhaltlich gesehen haben wir Geld bekommen, was nicht nur für dieses Geschäftsjahr gültig ist, sondern wir sind im Prinzip im Voraus bezahlt worden. Und der Deal, der geht über mehrere Geschäftsjahre, dann grenzt man das ab, um eben die ökonomische Realität zu berücksichtigen. Genau das ist hier passiert und hat die Schulden erhöht. Das heißt, wir haben 6,8 Milliarden Mehrverschuldung, die in diesem Sinne keine tatsächlichen Schulden sind. Wir haben aber noch andere Schulden, die tatsächlich Schulden im engeren Sinne sind und die erhöht worden sind. Zum Beispiel hier diese Bilanzposition Long-Term Debt und AWAS und so weiter, die dann in Summe eben zu einer höheren Verschuldung geführt haben von diesen 22,9 Milliarden, die wir dann auch hier sehen bei den Schulden 22,98 Milliarden. Und zum anderen haben wir dann aber auch eben die höheren Vermögenswerte. Und hier hat man dann vor allem in China noch eingekauft. Also Stichwort im Prinzip Expansion zum einen und zum anderen eben diese Rückstellung seitens Nestlé. Damit wäre im Prinzip das hier erklärt. Ganz interessant wird, also das sehe ich jetzt nicht wirklich erstmal als kritisch an, wobei problematisch, aber da greife ich schon voraus, könnte China sein, aber wir kommen noch dazu. Gehen wir erstmal zum nächsten Teil und zwar hier die schrumpfenden Vermögenswerte. Und was hat es damit auf sich? Auch hier gibt die Jahresberichte erstmal ein bisschen mehr her. Und zwar können wir hier auf die Seite 62 gehen. Da wird dann nämlich was erklärt und das möchte ich zeigen. Es gibt nämlich Aktienrückkäufe. Ich habe mich mit Aktienrückkäufen ja schon öfter beschäftigt und dann habe ich mal auch Apple da ziemlich kritisch unter die Lupe genommen. Kann das Video auch gerne noch verlinken. Und Starbucks ist keine Ausnahme, also auch bei Starbucks werden Aktien zurückgekauft. Wenn Starbucks Aktien zurückkauft, dann werden die eingezogen oder etwas dramatischer ausgedrückt, die Aktien werden vernichtet. Deshalb gibt es hier auch keine Bilanzposition Treasury Stocks, also das hier, es gibt keine. Das heißt, Aktien werden zurückgekauft und werden dann entsprechend vernichtet. Und wenn man jetzt sehen möchte, wie viel insgesamt, da kann man oder welche Auswirkungen das hat, dann kann man in den letzten Quartalsbericht gehen. Und dann sieht man was ganz interessant ist. Und zwar ist das Eigenkapital schon negativ, das ist hier. Also wenn Aktien zurückgekauft werden, dann geht das wird das 1 zu 1 vom Eigenkapital abgezogen. Und der Aktienrückkauf, der erfolgt ja in der Höhe Pi mal Daumen des Marktwerts, also die werden vom Markt weggekauft. Ist natürlich auch eine Erklärung, warum der Aktienkurs von Starbucks so gut gelaufen ist. Und wenn jetzt die Aktien eben zurückgekauft werden, dann geht es wie gesagt 1 zu 1 vom Eigenkapital weg. Und so dass das Eigenkapital dann sogar negativ werden kann, wenn nur die Aktienrückkäufe, die Summe der Aktienrückkäufe, die Beträge so groß sind, dass es eben das Eigenkapital inklusive dem eingezahlten Eigenkapital, den Gewinnrücklagen und den Nominalwert übertrifft. Und das ist eben jetzt hier bei Starbucks der Fall, wo wir ein Eigenkapital haben von minus
5 Milliarden. Da muss man jetzt keine Angst haben, dass die jetzt quasi überschuldet sind oder bald pleite gehen. Das ist eben eine bilanzielle Verbuchungslogik, die eben ja, Standard ist. Man kann das Ganze aber natürlich trotzdem kritisch sehen, vor allem dann, wenn man sieht, wie ja, die Schulden verwendet worden sind, zum einen, und was damit dann auch teilweise gemacht worden ist, also von hier nach hier quasi, wo dann so große Aktienrückkäufe stattgefunden haben, die den Kurs auch gestützt haben. Also Aktienrückkäufe an sich sind nicht schlecht, man bekommt als Aktionär ein größeres Stück vom Kuchen ab, wenn man eben eine Aktie besitzt. Aber wenn ein Unternehmen explizit Schulden macht, um Aktien zurückkaufen zu können, und das ist bei Starbucks leider der Fall. Starbucks bezahlt zwischen, ja, ungefähr jetzt also die neuen Schuldverschreibungen, die sie ausgegeben haben, also Anleihen zwischen 3,1 und 4,5%. Das sieht man hier auf Seite 41. Müssen wir wieder mal nach oben gehen. Da müsste es gleich kommen. Da haben sie es irgendwo geschrieben. Hier haben sie geschrieben, welche Schulde, also welche Anleihen sie ausgegeben haben, und das sieht man dann auch, was die bezahlen müssen. Unten ist dann noch mal eine schönere Aufstellung irgendwo, aber das lassen wir jetzt mal. Worum es mir geht, ist einfach: Starbucks nimmt also Geld auf, also Fremdkapital, für das würden sie bezahlen zwischen 3,1 und 4,5%. Und was haben sie jetzt hier von hier nach da gemacht? Also im Prinzip innerhalb weniger Monate. Sie haben einen Haufen eigener Aktien zurückgekauft, die eben zu dem negativen Eigenkapital geführt haben, und haben damit quasi ihre eigene Bilanz verkürzt, sodass die Schulden höher sind als die Summe der totalen Assets, und haben damit quasi auch, aus also jetzt meine Interpretation der Dinge, haben ihre Bilanz verschlechtert. Also haben sie jetzt also entweder die eigene Aktie zurückgekauft oder sie haben schwer investiert, und da in den Zukunftsmarkt China. Und ich sage jetzt mal so: Wenn US-Unternehmen stark in China involviert ist und da den Zukunftsmarkt sieht, und es ist auch der Markt, der bisher am schnellsten gewachsen ist in China, also Europa spielt sowieso beim Gesamtumsatz kaum eine Rolle. Also die EME-Region macht ungefähr 4% aus, das meiste passiert in den USA und den anderen Teilen Amerikas. Aber die Asia-Pazifik-Region, die ist sehr bedeutend, und da ist schnelles Wachstum da. Und da ist auch Geld in die Hand genommen worden seitens Starbucks. Aber jetzt haben wir diese politischen Spannungen, die, glaube ich, keine verborgen geblieben sind. Und da muss man jetzt mal sehen, was da passiert. Vor allem eben auch, das hat sogar Starbucks selbst geschrieben, schon im 2018er Jahresbericht hier oben: Wenn amerikanische Tendenzen zunehmen und dann amerikanische Konzerne tendenziell eher boykottiert werden, oder es reicht ja einfach nur, dass wir nicht mehr das Wachstum haben, dann sind die Prognosen natürlich Schall und Rauch, was das China-Geschäft angeht. Und insofern sehe ich jetzt die letzte Entwicklung sehr kritisch. Zum einen eben wegen den Aktienrückkäufen und der Schwächung der Bilanz, und zum anderen eben wegen dem Zukunftsmarkt China aufgrund der momentanen politischen Spannungen. Dann müssen wir mal noch kurz zur Bewertung gehen, bevor ich mein Urteil fällen kann. Und zwar ist vielleicht das Interessanteste hier: Dividendenrendite machen wir mal weg. Man sieht, dass die historische Dividendenrendite hier relativ niedrig ist im Vergleich zu den vorherigen Monaten. Klar, Aktienkurs ist ja angezogen. Wir zoomen mal noch ein bisschen hier in die Zukunft, also in die Prognosen. Jedenfalls sehen wir hier schon mal, dass wir ein KGV haben von 33, und das ist natürlich schon heftig. Das ist Microsoft-Niveau, und Microsoft ist extrem gut aufgestellt und eine Tech-Company mit gutem Wachstum. Da wird das würde ich schon tendenziell mit höheren Multiples bewertet sehen, also als fair bewertet betrachten, wenn Microsoft höher bewertet ist als Starbucks. Hier ist ungefähr gleich. Und das KGV hätten wir hier immer noch 30 für das laufende Geschäftsjahr und immer noch 25, wenn es denn so kommt, wie erwartet oder erhofft, im nächsten Geschäftsjahr. Und 25 ist immer noch nicht wenig. Was den operativen Cashflow angeht, können wir ja die Multiples hier nicht nehmen, weil hier ist eine Verzerrung ja durch Nestlé drin. Aber wären wir dann hier bei über 18 und über 17, was auch nicht wenig ist.
Und wir sehen ja auch nun mal hier, dass die engen Balken über die äußeren Balken rausragen, die den 10-Jahres-Schnitt verdeutlichen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Starbucks ist nicht günstig. Und das gemeinsam mit den zwei Punkten, die ich schon genannt habe, also Stichwort China und Stichwort bilanzielle Schwächung mit Aktienrückkäufen, hat bei mir dazu jetzt geführt, dass ich quasi einen Soft-Sell gemacht habe. Wie sieht es denn hier aus? Dass ich einen Soft-Sell gemacht habe. Was heißt das? Ich habe die Aktie nicht sofort verkauft, sondern ich habe Covered Call geschrieben für meine 200 Aktien im Geld. Also ich bin bereit, die für 75 zu verkaufen, obwohl der Kurs momentan bei knapp 77 liegt. Bekomme dafür aber eine Prämie, die dafür sorgt, dass mein faktischer Verkaufskurs irgendwo bei 78 US-Dollar liegt. Und jetzt können im Prinzip zwei Sachen passieren. Das eine ist, die Aktie wird über 75 schließen, dann, und zwar haben wir eine Laufzeit von 32 Tagen. Die Aktie wird über 75 schließen, der US-Dollar, dann werde ich sie für 75 abgeben und kassiere zusätzlich diese Prämie von 541 Euro, sodass ich dann ungefähr auf 78 US-Dollar komme, wenn ich es noch richtig weiß im Kopf. Oder die Aktie schließt unter 75 US-Dollar und dann habe ich den Verlust quasi, den Buchverlust der Aktie, wenigstens teilweise kompensiert über die Prämie von 541 US-Dollar. Ich hätte es auch sofort verkaufen können, das wäre die Alternative gewesen, aber ich möchte auch immer ein bisschen was zeigen, was man noch so mit Optionen treiben kann. Gut, ich denke, ich habe das Video jetzt lang genug in die Länge gezogen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!